Ach, auch mal guten Abend heute. Seid herzlich gegrüßt hier am Jungfernstieg. Ja, 123 Mal, 123 Wochen, montags jeweils 18:30 Uhr. Ich glaube, nur einmal verspätet, da sind wir jetzt aufgehalten worden. Ja, ich habe letztens einen kleinen Hinweis gekriegt. Vielleicht müssen wir alle mehr Bein zeigen. Na, aber ist ja kalt draußen, das muss ja nicht sein. Im Sommer stehen wir hier mit Badehose wieder. Jetzt nächste Woche nochmal zum 124. Mal, dann ein Umzug ins La Rosa, weil dann hier der Platz freigehalten wird für die Zeit der Vorbereitung für die Weihnachtszeit, Adventszeit. Zweimal noch Formel 1 kommt auch noch dazu und ich glaube, da ist schon der nächste. Ich freue mich auch. Ich möchte mich auch bedanken bei denen, die hier dafür gesorgt haben, dass es hier möglich ist. Ich freue mich auch herzlich. Ich bedanke mich nochmal bei denen, die Briefe geschrieben haben und der Hamburger Mahnwache Post zugesendet haben und ihre Meinung kundgetan haben und was auch verlesen wurde. Alle herzlichen Dank auch nochmal nach Saarbrücken an Thorsten und das ganze Umfeld und die fleißig auch immer wieder sich anschauen, was ins Netz gestellt wird. Meistens hat es ja geklappt, manchmal nicht ganz so schnell. Aber so am nächsten Tag, übernächsten Tag ist es meistens drin, davon habe ich gehört. Und es kann losgehen. Alles Gute und viel Freude und Frieden im Herzen des Einzelnen. Und ich freue mich auf gute Ideen und den Mut in jedem Einzelnen, der sich hier individuell gestaltet. Also Mut, nicht jammern, handeln. Da sind wir. Na? Geht los? Ja, schönen guten Abend. Ich würde gerne ein paar Dinge, die wir eben schon hier so besprochen hatten, in Bezug auf Pharma und Medikamente und dergleichen von mir geben, weil was da läuft, das ist etwas Ähnliches wie Krieg in Syrien. Das läuft sehr hintergründig, das läuft über die allgemeine Gesellschaft, alle machen mit. Und ich möchte da anfangen, wo das mal angefangen hat. Das war ungefähr 1900, schätze ich, kann es nicht genau sagen. Und initiiert wurde das eigentlich von einem Herrn, den alle kennen, beziehungsweise nicht den jetzigen, sondern seinen Vater. Der nennt sich Rockefeller. Und Rockefeller ist eigentlich einer, der einen sehr schlechten Ruf hatte damals, heute wohl auch noch. Weil er mit dem Öl alle Firmen übers Ohr gehauen hat. Er hat sich damit reich gestoßen und hatte eben halt einen sehr schlechten Ruf. Und er hat dann zu seinen Managern gesagt: Mach doch mal was, damit ich mal ein bisschen besser dastehe. Aber so viel kosten soll das auch nicht. Ich will auch einen Gewinn dabei haben. Und die haben die fantastische Idee gehabt, haben die einfach zu ihm gesagt: Sämtliche Universitäten sponserst du einfach und du machst zur Pflicht, dass es nur noch Pharmalogie gelehrt wird. Alles, was alternativ mit Vitalstoffen und dergleichen, wurde weggedrängt. Es wurde von entsprechenden Institutionen mitgestützt. Und das Interessante ist, es läuft ja letzten Endes aufgrund von Patenten. Und wenn man Patente hat und irgendjemand anders kommt und sagt, ich möchte das Präparat herstellen, dann müssen die Patentgebühren zahlen. Also da hat er gesagt, das ist eine fantastische Angelegenheit, das mache ich sofort. Und in diesem Rahmen laufen leider Dinge, die gehen dann übers Impfen. Da haben sie sich was einfallen lassen. Impfen als Prophylaxe. Du könntest ja dies kriegen und könntest ja das kriegen und mach eine Impfung und dann bist du immun. Mittlerweile ist das aber schon sehr in Kritik geraten, dass heutzutage auch deutsche Ärzte schon durch die Lande reisen und Vorträge halten und ganz klar definieren und auch verständlich für jeden einfachen Menschen, dass Impfen der größte Unsinn ist, der größte Betrug, weil es gibt kein Virus, der wirklich ernsthaft ansteckend krank macht.
so wie Ebola oder Ähnliches, wenn das wirklich so heftig wäre, würden die Menschen derart schnell angesteckt. Das würde ein völliges Chaos und ein Kollaps geben. Ich habe es mir durchgerechnet, es wäre ungefähr so circa ein Vierteljahr und dann gäbe es keine Menschen mehr. Es gibt es nicht. Ich habe mich lange Jahre damit beschäftigt. Die USA haben Dinge gemacht wie im Lazarett. Da haben sie Leute hingelegt und haben dann Grippekranke und dergleichen genommen und die sollten die dann anhusten, anspucken und machen und tun. Es wurde aber keiner krank. Und sie haben festgestellt, das funktioniert nicht. Aber nach außen hin muss es so sein, damit man schön die Leute impfen kann. Und durch diese sogenannte Schweinegrippe, Vogelgrippe und diesen ganzen Unsinn ist ja mittlerweile bei vielen zumindest bekannt geworden, dass in diesen Impfstoffen hochgradige toxische Giftstoffe enthalten sind. Wie zum Beispiel Quecksilber. Quecksilber ist hochtoxisch und Quecksilber ist ein Sondermüll. In sämtlichen neuen Glühbirnen ist Quecksilber drin. Die können Sie nicht einfach wegschmeißen, die müssen entsorgt werden, speziell. Und sowas in einem Impfstoff. Ich fand das ist im Grunde genommen, ist das für mich schleichender Mord, der da passiert. Ist eine ganz unfassbare Sache. Interessant ist, es ist jetzt ein Film in den Staaten rausgekommen, der heißt Wexit. Wexit sollte gezeigt werden, und zwar auf einem kleinen Filmfestival. Robert De Niro, der Schauspieler, hat dieses kleine Filmfestival in New York mal initiiert. Und er wollte diesen Film dort zeigen, weil er selber ein autistisches Kind hat. Und dieser Film beinhaltet den Bezug vom Impfen zum Autismus. Da gab es nämlich jemanden, der die geheimen Unterlagen vom PC runtergeladen hat, vom CDC, die Seuchengehöre oder von der Pharma selbst. Ich kann es nicht genau sagen, ich habe es zu Hause. Und er hat es zur Verfügung gestellt. Und dieser Film ist daraufhin entstanden und sämtliche Institutionen versuchen das natürlich zu blockieren. Ich gehe davon aus, dass sie den Robert De Niro richtig Angst gemacht haben, denn er hat den Film zurückgezogen, damit er nicht gezeigt wird. Aber er hat trotzdem die Aussage gemacht, diesen Film muss jeder sehen, unbedingt, damit endlich die Leute begreifen, was hier mit der Pharma abläuft, dass wir hier systematisch mit diesen Sachen vergiftet werden. Und das ist Krieg am Menschen, so wie man ihn gar nicht so richtig kennt. Und vor allen Dingen denken die Menschen immer, das ist mir alles viel zu kompliziert. Das begreife ich ja gar nicht, da brauche ich ja gar nicht erst lange gucken. Doch, sage ich, guckt ruhig, wir haben hier auch Zettel, da stehen diverse Adressen drauf, da könnt ihr selbst die Adresse mal eingeben auf YouTube oder andere Kanäle und guckt es euch an, prüft es bitte, damit ihr versteht, was läuft. Es ist gar nicht so schwierig. Wenn man sich das angeguckt hat, dann ist das ganz einfach. Keine komplizierten Dinge, man braucht mal nicht studiert haben. Jeder kann das lernen und auch verstehen und begreifen und es dann eventuell seinem Nächsten weitervermitteln. Herzlichen Dank. Das Mikrofon ist wieder so groß für mich. Haben wir heute kein zweites? Das ist schlecht umständlicher. Guten Abend alle miteinander. Es ist schön, dass es 15 Grad hier sind und nicht so kalt und kein Regen vor allen Dingen. Nichtsdestotrotz würde ich ganz gerne auch ein paar Worte halt zu diesem getöteten oder umgebrachten jungen Mann namens Victor. Das ist geschehen da hinter der unter der Kennedy-Brücke, das ist, wenn man halt an der Außenalster ist. Und also ich bin letzte Woche, ich glaube Montag oder sowas, vorbeigefahren oder irgendwie an den Tagen, Mittwoch kann es auch gewesen sein, und sah dann halt Zettel an den Säulen, dass die Polizei da Zeugen sucht. Was ich da gelesen habe, stand eben, dass der junge Mann mit seiner Freundin wohl da unter der Brücke war und seine Freundin soll halt ins Wasser gestürzt worden sein
und er soll erstochen worden sein. Dann habe ich mir halt aus dem Schild der Polizei angeguckt, ja, wie sieht denn jetzt dieser Täter aus? Größe, ca. 1,80 und Herkunft, südländischer Herkunft. Und dann, ja, brauner Pulli, irgendwie Jeans, glaube ich noch. So. Bei diesem Aussage, südländischer Typ, ich weiß jetzt nicht halt, ob das die Aussage der Freundin ist oder wessens auch immer, ob das eine Dichtung, Andichtung der Polizei ist, weiß ich nicht, aber ich finde halt, dass es so typisch ist, wenn solche schrecklichen Geschehen passieren, dann immer halt so dieser südländische Typ. Ich will nicht sagen jetzt, dass es hier um Rassismus pur geht. Es kann natürlich ein südländischer Typ gewesen sein, das ist nicht auszuschließen. Aber irgendwie merke ich doch, das hat auch so einen gewissen System. Es gibt so einen Spruch von einem Journalisten über Mord und Tötungsdelikte in der Türkei. Und die ist so, kein Mord in der Türkei passiert, ohne dass es von oben abgesegnet wäre. Das heißt, dass die Regierung oder irgendwelche Verfassungsschützer, Geheimdienste mit drin stecken. Und ich denke, dass es hier in Deutschland auch nicht anders ist. Und dieser Viktor war sicherlich jetzt nicht ein Opfer dieses Systems. Es gibt viele Opfer. Meine Mutter zählt dazu, die im Krankenhaus umgebracht wurde. Zum Beispiel sind es auch die Opfer von Winnenden, dieser Amoklauf Winnenden an der Schule. Das ist Terrormanagement und solche kleinen, in Anführungsstrichen, Taten sind alles Programm des Terrormanagements, denke ich. Und es ist furchtbar. Aber es hilft leider nicht irgendwie, nichts zu tun. Und es hilft auch nicht, sich in seine Wohnung zu verkriechen und Fernseher, Radio, Presse, alles abzuschalten, von wegen, ich will meinen Frieden haben. Und wenn ich dann halt über Bekannte dann auch noch von davon mitkriege, am besten das auch nicht hören, am besten nochmal Psychopharmaka, das hilft nicht. Wir müssen der Angst entgegentreten und wir müssen halt diesen Taten ins Auge blicken. Nur so können wir das beenden. Es hat System. Wir sind voll im Faschismus. Wir dürfen das nicht verniedlichen oder geringschätzen. Wie? Nicht verherrlichen, auf alle Fälle nicht verherrlichen, das meine ich gar nicht. Kleinreden, genau, darauf wollte ich hinaus. Und sie arbeiten an dieser Bevölkerungsreduktion aus allen Ecken. Diese Taten erzeugen Angst in der Bevölkerung. Diese Taten in der Silvesternacht da, in Köln und Hamburg, dient dazu, Frauen Angst zu machen, abends auf die Straße zu gehen, auf die Reeperbahn zu gehen am Silvesterabend. Und die Feindschaft zwischen angeblich südländischen, islamischer Herkunft und so, das ist gewollt. Das hat Bush nach den World Trade Center Anschlägen sofort gesagt. Er wollte halt einen Krieg der Kulturen und Krieg der Religion. Und diesen haben sie sich herbeigelogen und lügen sich dem weiter herbei. Es ist furchtbar, dass wir in dieser Zeit sind, aber wenn wir nicht hingucken, wenn wir nicht endlich auch den Mut haben, dazu Nein zu sagen, wir wollen das nicht und wir werden euch aufhalten, wer auch immer dahinter steckt, dann wird es weitergehen und es wird schlimmer werden. Das merkt ihr selber auch. Es hilft nichts, über World Trade Center Anschläge zu schweigen, dass die offizielle Version so nicht stimmen kann. Wenn World Trade Center Anschläge nicht aufgeklärt werden, dann haben wir absolut wirklich
null an Demokratie. Und den haben wir natürlich nicht. Sonst würde das alles nicht passieren. So, also ich weiß jetzt nicht mehr so viel mehr jetzt erstmal dazu zu sagen, außer dass ich halt traurig bin, dass so etwas in unserer Stadt auch passiert. Und ich würde ganz gerne für eine Minute zum Schweigen aufrufen wollen in diesem Moment. Und gleichzeitig auch eine Schweigeminute für all diese Opfer dieses Terrormanagements. Wir werden das beenden. Irgendwann wird das ein Ende haben. Okay. Ich denke, wir sollten vielleicht jetzt mit der Minute anfangen. Okay, ich denke, die eine Minute ist vorbei. Ja, hallo. Ich fand das eine schöne Idee mit der Gedenkminute. Ich möchte da ganz kurz drauf eingehen, auf den südländischen Typ. Und zwar, wen das auf wissenschaftlicher Basis interessiert. Also mag sein auch, dass es stimmt. Ich will auch gar nicht sagen, dass es das nicht war. Wen es auf wissenschaftlicher Basis interessiert, dieses Thema Feindbildgenese, das Thema Feindbildgenese, der sei auf den Professor Rotfuß an der Uni Tübingen verwiesen. Das gibt man einfach so als in eine Suchmaschine ein und dann kommt es so. Ja, ein sehr interessanter Mann, der sich eben mit solchen Feindbild was ist jetzt der Plural davon, Generika, ich weiß es nicht, also mit der Feindbildgenese beschäftigt, sehr zu empfehlen, dem Mann mal zuzuhören. Ich wurde gerade gefragt, wie der Mann nochmal heißt, also nicht wie die amerikanischen Ureinwohner Schwarzfuß, Indianer gibt es ja so, Schwarzfuß-Indianer, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es die wirklich gibt, das ist, glaube ich, Quatsch. Und dann, also der heißt Rotfuß. Rotfuß, nicht Schwarz- oder Weißfuß, sondern Rotfuß.